Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Foundation. Ja, wir haben in der letzten Folge, was die letzte Folge, haben wir erst angefangen und sind aber schon relativ weit gekommen. Und jetzt bauen wir schon an unserer Kirche herum, die halt noch ein paar Rohstoffe braucht, aber wir sind relativ gut dabei. 11 Werkzeuge, die müssen wir halt importieren, da fehlt uns dann noch eins. Oh, importieren, apropos. Können wir das schon? Ich weiß es nicht. Wäre blöd, wenn nicht. Aber ich würde sagen, wir gehen einfach mal auf volle Pulle. Und ich schau mal, was wir brauchen, um zu importieren. Nee, können wir. Geil. Bedeutet, wir können jetzt Werkzeug importieren. Landstrich. Dann tun wir anstatt hier Stein. Obwohl wir eigentlich schon schlau, ne? Ich würde gerne ein Importlager einfach nur machen. Ein reines Importlager. Aber für den Anfang wäre das vielleicht gar nicht doof. Dann tun wir hier Werkzeug hin. Und gehen auf Handel. Handeln! Und stellen Werkzeuge auf 20. Oder machen wir 25. Kostet wahrscheinlich wieder Schweinegeld, bis wir das alles eingekauft haben. Aber ja. Hier sind jetzt unsere 10 aktuellen und irgendwann sollte dann der Händler kommen. Haben wir halt dementsprechend auch viel Holz verbraucht. Hops. Aber ich finde, unser Dorf funktioniert relativ gut bis jetzt. Wir haben eine Arbeitslose. Haben wir denn für dich einen Arbeitsplatz? Einen guten Arbeitsplatz, wo ich dich gebrauchen könnte. Wie viel Holz habe ich auf Lager? Ja, dann gehst du noch in die Schreinerei. Und noch einer hat sich angeschlossen. Jawohl. Sortieren nach Ankunft. Sortieren nach Beruf. Das geht! Geil! Dann sehe ich immer, wer welchen Beruf hat. Nice. Und die Kirche wächst auch schon schön. Aber die wird nicht lange stehen, weil ich würde dann, sobald wir die richtige Kirche bauen dürfen, würde ich hier die neue Kirche hinsetzen. Und das Vogtgebäude würde ich hier irgendwo hinsetzen. Also unser Herrenhaus, wo wir drinnen halt sedieren, leben. Ja, leben. Ups. Habe ich was anderes gesagt? Ich schaffe es hier 500 auf. Geil. So, jetzt ist der neu. Ist der neu? Ah, da guck mal, der Händler ist da. Ja. Gib uns. Ja. Jetzt haben wir halt tonnenweise gezahlt. Das Zeug ist so teuer. Können wir eigentlich jetzt. Ich bin der Tunnel. Hat sich das verändert? Der kauft Beeren für 4 Gold, Steinklötze für 6 und Holz für 5. Und Wein kauft er für 120. Alter, wir müssen das machen. Das. Und der kann uns scheißegal bleiben. Wie viel kostet eigentlich Werkzeug? 10. Aber der kauft Werkzeug. Aber der verkauft für 20. Scheiße. Hätte schon gesagt, sonst könnten wir. Aber, boah, das ist teuer, ne? 20 kosten allein 400. Aua. Das ist ja richtig unangenehm. Aber Wein wäre geil zu verkaufen. Für 120. Weißt du, wie geil wir das verkaufen können? Das wäre mal richtig. Ne? Steigt unser Geld oder sinkt das? Bin mir gerade gar nicht sicher. Ich denke, das wäre nur der Verkauf gewesen, oder? Ja, das war die Ausgaben. Das war der Handel. Aber einnehmen sollten wir ja trotzdem ordentlich noch, oder? Ey, bist du ein Arbeitsloser? Ja, du bist ein Arbeitsloser. Du bist jetzt auch mal Baumeister. Schau mal, wie schnell das steht. Also es steht auch relativ flott hier. Also ich habe die Anzeige da und offen. Alter, der Stein ist schon voll. Was? Holz haben wir auch genug da? Ah, ein Gesandter bittet um Audienz. Guten Morgen. Du willst 30 Beeren. Mhm. Wow. Kann ich jetzt nichts entgegennehmen? Ich wäre dafür, dass wir hier einen Klerus holen und uns das sofort abgeben. Und ich hatte wieder einen entschlossen, bei uns anzuschließen. Das ist doch perfekt. Der Turm zieht sich auch langsam hoch. Die Folge geht schon gut weiter, finde ich. Der Wald ist auch schon halb weg. Wir brauchen bald neue Gelände. Ansonsten sind wir echt so scheiße dran. Ah, dann können wir hier das frei machen. Dann können wir hier. Dann setze ich dich hier drüben irgendwo an. Weil du musst halt da drüben laufen, um die Bäume zu fällen.
Aber du bist entfernt von dem, weil dann ist das hier so der Arbeitsresidenzbereich. Der Arbeitsbereich und das da drüben ist der Residenzbereich. Dann machen wir so eine 90-Grad-Turn fast schon. Obwohl, das wird sich eh wahrscheinlich eher so auswirken. Weil die ganzen Arbeitsgebäude kommen eh dann hier eher so außen hin. Fischer wird halt bald wichtig. Deswegen würde ich das Gebiet vielleicht nehmen und dann das hier. Weil Arbeitsfläche, da können wir hier schön eng alles zusammenpferchen an den Gebäuden. Aber hier können wir halt fischen ordentlich, ne? Und fischen ist ja schon wichtig. Und dann würde ich das Gebiet hier freischaufeln, hier schöne Felder hinsetzen. Und dann sollte das dementsprechend auch passen. Ja, wir nehmen noch Geld ein. Nehmen wir ein oder geben wir aus? Der Handel ist doch schon lange vorbei. Ich glaube, man darf auch nicht zu schnell mit den ganzen Gebäuden sein. Also nicht 10 von jeder Art gleich bauen, sondern eher schauen, ob man auskommt mit jeder. Das war vielleicht mein Fehler. Ist so meine Vermutung. Jetzt sinken meine Dorfeinnahmen. Hä? Okay, teilweise bin ich echt verwirrt. Oh, ist unsere Kirche fertig? Nein, noch nicht ganz. Du hättest doch gleich die 5 Werkzeuge mitnehmen können, mein Freund. Vor allem die Kirche ist doch voll im Wald. Wir bräuchten irgendeinen, der die Werkzeuge jetzt bringt. Aber wir hatten doch noch einen zweiten Baumeister, oder? Irgendwo hatten wir einen zweiten Baumeister noch. Ah, der ist wahrscheinlich mit dem neuen Gebäuden. Nee, warte mal. Hä? Ist sich schon wieder in deinem Schloss anzuschließen? Wie geil ist das denn? Bedeutet, wir setzen dann hier gleich noch einen Lagerplatz hin, wo wir dann die Werkzeuge hin verschieben. Weil dann ist das unser Einkommenslager. Also alles, was wir importieren, können wir dann hauptsächlich hier hinpacken. Und hier sind aktuell eh nur die Bären auf Lager, weil wir noch nichts anderes produzieren. Aber jetzt ist es soweit. Komm. Unsere neue schöne Dorfkirche. Das ist ja echt noch dann so eine richtig simple. Also da war ja unsere andere Gegend schon teilweise schicker. Und wenn wir eine richtig große nachher bauen, Kirche. Wie kann ich echt ein Fahrrad? Gott wird uns den Grund geben, weiterzuleben. Bla 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 bla. 10 Leibeigene. 10 Mönche habe ich erfüllt, aber ich habe noch keine Ahnung, da kriege ich eine Mönchstatue. Hey. Wenn ich 10 Leibeigene habe, kriege ich eine Dorfkirche, zusätzliche Gebäude und eine Kirche kriege ich mit 20 Bürgerliche. Also wird es eh schon länger dauern, bis wir überhaupt dahin kommen. Dann würde ich doch als nächstes das Herrengebäude im Auftrag geben. Das ist die erste Frage, wie baue ich das? Also ich würde den Fronteingang irgendwie so setzen. Als erstes braucht das ja noch nicht viel. Man kriegt es seitlich entweder so ein... Also entweder wir setzen dahinter noch so einen hin. Das ergibt ja auch keinen Sinn. Ich würde es halt dann so erweitern anfangen, ne? Ich kann aber auch verwenden, würde dran theoretisch. So fürs Erste, das schaut doch auch schick aus. Kostet 47 Bretter, 14 Steine. Geht easy, bauen wir. Bauen wir. Und gleichzeitig, weil wir haben ja 2 Baumeister. Bedeutet, wir können hier direkt noch ein Lagerhaus hinsetzen. 2 haben sich gleich... Oh, 100% Zufriedenheit. Hoho, ho. Wie habe ich das hingekriegt? Oha, was? Leute, die Gebäude hier zwischen werden die happiesten, die es gibt. Und wieso gibt es... kenne ich... Wie kriege ich einen Priester? Treue Besucher, 4 von 20. Wie viele Eindruck wollen wir haben? 16. Also die Kirche bald schon zu... Was? Klein? Das ist ungut, wenn die bald zu klein wird. Aber dann setzen wir hier und hier noch...
ein Hauptteil hin und setzen das weiter einfach nach hinten. Wie schaut es mit Ausnahmen, Einnahmen aus? Das kann ich doch hier mal sehen. 31, ja. Wir haben schon wieder gehandelt. Das ist der Handel, der macht uns fertig, der Handel hier. Aber die Hütte geht gut voran, oder? Jo, die geht easy voran. Das kriegen wir locker in der Folge auch noch hin. Vor allem, wenn wir jetzt mal unter Wohngebiete gehen, ist der Bereich hier natürlich extrem interessant für die Leute, weil hier die Sachen sind, ne? Oder du kannst bis hierhin alles setzen, weil hier wollen sie nicht wohnen. Das ist natürlich, ist klar, da will keiner wohnen. Aber hier, wenn wir hier rum dann anfangen, Dorfgebäude zu setzen. Apropos, warte mal. Wir haben nur einen Brunnen aktuell, der müsste aber reichen, oder? Schauen wir uns mal irgendein Dorf. Oh, du bist noch ein Arbeitsloser. Ja, du kommst gleich dran. Schauen wir uns mal die hier an. Die hat Bedürfnisse. Die wird es aber immer wieder auffüllen. Und die gehen relativ easy. Ja, Kirche gleich wird noch gar nicht gefordert, ne? Sondern nur Nahrung. Fisch. Die wollen schon Fisch. Jetzt schon? Wann kann ich nochmal Fisch freischalten? Fisch hatte mit 20 Leibeigene. Also eh erst nach den Erweiterungen der Dorfkirche. Und nach hölzerner Burgfried und Steinmauern. Oha, was? Und mit 6 Punkten natürlich. 2 haben sie, Alter. Ich habe nicht genug, doch, aber rein theoretisch habe ich genug Arbeitsplätze. Also ich glaube, allein der hier, der hat hier noch einen frei. Schauen wir mal, wie viel Arbeitslose wir aktuell noch haben. Und nach Beruf mal, der Bauer Holzfäller, ja, der muss noch seinen Job finden. Wir haben hier noch einen, du könntest noch Steinhauer werden. Hier unten haben wir schon voll, ne? Die haben wir extra voll gelassen. Und ja, aktuell. Schreiner hat auch 2 drin. Stein haben wir auf Masse. Holz wird auch jetzt produziert, wie irre. Ich würde es gern hier warten, genau. Dann können wir hier einen nur Arbeitslose, einen Träger hinzufügen. Und der eine Arbeitslose, den schicken wir. Den lassen wir jetzt auf Reserve, weil wir brauchen bestimmt einfach hier. Warte mal. Gebäudeteile. Der Turm könnte die große Halle werden. Gesandter, die große Halle nehmen wir hierfür. Und dann. Und 420, das ist doch mal gut. Dann können wir schon mal ein bisschen mehr ablegen. Das müsste auch für den Anfang reichen. Muss ich jetzt hier einen hinzufügen? Den muss ich gar nicht. Hm. Also haben wir jetzt hier einen. Der kriegt jetzt Werkzeuge. Und hier wird aus Werkzeugen Steinblöcke. Wo haben sie denn jetzt die Bretter hin? Leute, habt ihr die jetzt eiskalt einfach gelöscht? Wo ist der Mitarbeiter eigentlich? Wo ist Grünsch? Er hat frei. Ich versuche meine Bedürfnisse zu erfüllen. Okay. Nein, ich habe unsere Werkzeuge gelöscht. Oh Gott, das geht wieder auf die Kosten von unserem Mitarbeiter. Aua! Mann! Jetzt haben wir eine Steinmetzhütte. Die setze ich hier hin. Die setzen wir gleich daneben. Sollten wir schon erweitern? Das ist jetzt ja die Frage. Plus 34. Wir haben auch voll die fetten Ausgaben mittlerweile. Aber wir bräuchten halt den Fisch, der wird die wahrscheinlich noch happier machen. Ein Gesandter, was willst du? 30 Beeren. Für das Zeug easy. So viel davon auf Lager, dass das eh nichts ausmacht. Jetzt tun wir doch mal heute. Na, ich will doch mal schauen. Aber Platz haben wir genug. Die Audienz war schon, geliefert haben wir auch schon.
Befördere einen Dorfbewohner zu Leibeigenen bis Ende des Monats. Aber dann wollen die ja wieder mehr und mehr und mehr. Oder ist Leibeigene noch nicht so der große Unterschied zwischen Neuankömmling? Rein theoretisch könnten wir das Holzfell noch komplett auf die Insel verlegen. Fertiggestellt Steinmetzhütte. So. Wie viel Arbeit zusammen jetzt noch? 3! Holy shit! Scheiße. Das war unerwartet. Wie viel kaufen die eigentlich von dir? Boah, das geht schon. Aber wenn ich glaube, oh ja, wir haben gerade die Werkzeuge gekauft für tonnenweise Geld. Ah, das tat wieder weh in der Geldbüchse. Und vor allem kann man jetzt wieder ein Gebiet kaufen. Scheiße. Wie viel haben wir für Verhandel? 66! Au! Kapazität von 6, also die sind dann noch nicht mal voll ausgelastet auch. Wir können also in jedes von diesen Gebäuden 6 Leute reinpferchen. Da alleine passen 12, 18. 20 Leute haben aktuell bei uns Platz. Wir sind 21. Warte mal, das stimmt was nicht. Ich glaube, wir haben kein Holz mehr, oder? Lass mich mal kurz unser Abbaugebiet anschauen. Jo, wir haben kein Holz mehr, wir müssen das hier unten abhaken. Und offiziell das ganze Gebiet hier leer gehackt. Holy shit, das haben wir echt leer gehackt. Das ging ziemlich schnell. Aber unsere Dorfbewohner sind nicht daran interessiert, nichts zu fällen. Sie fällen einfach den nächstbesten Miniwald. So. Aber Leute, dann würde ich sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Das zeigt mir, dass euch diese Videos gefallen. Und ja. Wenn ihr noch nicht abonniert, genau, dann abonniert doch jetzt unten und drückt auf die Glocke, damit ihr immer informiert werdet, wenn ein neues Video hochgeladen wird. Und damit würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.